Hallo, ihr lieben Skorpione, hier ist eure Dani von Hahn Spirit und wir schauen in dieser Auslage in der Skorpion Kollektiv zum Thema Liebe ganz klassisch mit dem keltischen Kreuz. Und wir starten gleich hier mit dem Hauptthema und hier bekommen wir für den Monat Juni ja die 9 der Münzen. Wow, das ist eine ganz wunderbare Ausgangsposition. Denn sie verheißt ja Genuss und Wohlstand, ja, Wohlstand in der Liebe, also dass hier Fülle kommt, dass hier Fülle zu erwarten ist und dass man auch genießen darf auf allen Ebenen. Wir ziehen mal die zweite Karte hinzu, eine weitere Information und mit 10 der Schwerter zeigt man, ja, dass es hier etwas gab, wo man eben nicht so genießen konnte, wo man vielleicht total im Verlust war oder auch im, sage ich mal, emotionalen Burnout und vielleicht Liebe und Genuss gar nicht mehr so annehmen konnte. Das können auch äußere Umstände sein. Also selbst wenn man in einer guten Beziehung ist, können ja Dinge passieren, die die Beziehung auf den Prüfstand stellen oder die einfach das Miteinander sehr anstrengend machen, weil die äußeren Einflüsse zu stark sind. Es kann sich natürlich auch um etwas handeln, wo man dir wehgetan hat, eine sehr schmerzhafte, verlustreiche Periode, die du durchgemacht hast im Thema Liebe, wo du einfach nicht genießen konntest. Sei es, dass Genuss eigentlich möglich gewesen wäre, weil du den richtigen Partner, Partnerin an deiner Seite hast, oder dass dir einfach die Lust auf Genuss und auf Spaß, so wie du auch Sexualität vielleicht lebst in deiner Beziehung, einfach vergangen ist, weil die Möglichkeit nicht da war oder es einfach zu schwierig war. Und jetzt zeigt das Bild, möchte man, dass du wieder in deine Genusskraft kommst, also ins Genießen kommst und in die Fülle kommst. Und wir schauen mal, welche Gedankeneinflüsse wir hier bekommen. Und das ist die 7 der Münzen. Und die 7 der Münzen zeigt, ja, es braucht noch ein bisschen Zeit. Und du sollst dir auch die Zeit nehmen und die Zeit lassen. Und egal, was in Beziehungsdingen ist, lass auch deinem Gegenüber die Zeit, ne? Also selbst wenn du auf Dating, sag ich mal, Sachen unterwegs bist, habe ich das Gefühl, du gehst manchmal vielleicht ein bisschen zuvor schnell ran und das kann das Gegenüber dann auch verunsichern. Und hier sagt man dir, lass dir Zeit und lass auch deinem Gegenüber Zeit. Und wenn du das gedanklich auf die richtige Ebene bringst, dass du natürlich nicht wider deiner Natur handelst, dann wird alles entspannter sein. Schauen wir auf die Gefühlsebene. Ja, auf der Gefühlsebene zeigt sich die Armut. Das passt zu dieser Karte, dass hier ein Verlust erlebt wurde, dass hier ein Mangel erlebt wurde, dass man enttäuscht wurde, vielleicht auch zurückgewiesen wurde, dass man sagt, du kommst hier nicht in die Genusskraft, geh mal schön weiter hier den Weg des Mangels und des Jammertals. Aber man sagt, das ist auf Gefühlsebene. Es muss im Herzen wieder ankommen, dass du genießen darfst. Das ist die Hauptaussage. Komm wieder in deine Genusskraft, dass du Liebe annehmen möchtest, dass du Liebe genießen möchtest, dass du die Freuden der Liebe auch genießen kannst, ne? Dass dir das nicht irgendwie bitter gemacht wird und dass du wieder wirklich Lust auch auf Beziehung hast. Also ich habe hier auch den Eindruck, dass hier Menschen das schauen, denen es vielleicht wirklich in der Vergangenheit so übel zugespielt wurde, dass sie schon gesagt haben, wahrlich, lieber sterbe ich, als wieder in eine Beziehung zu gehen. Das war so schrecklich und so eine Wiederholungsschlaufe. Aber jetzt kommt diese Genusskraft zurück, dass man wieder geweckt wird sozusagen, Lust bekommt auf Liebe, auf den Partner, ne? Jetzt schauen wir mal hier in die Vergangenheit hinein. Ja, hier ist mit 8 der Kelche ein Weitergehen. Also man hat etwas durchgemacht oder erlebt, kann auch mit dem Partner zusammen etwas durchgestanden worden sein, wo man jetzt weitergegangen ist und auch weitergehen möchte immer noch.
Und das ist gut so und das ist wichtig so, dass man diese Gefilde, sag ich mal, des Mangels und des Verlustes und der Trägheit und des Schmerzes verlässt, wieder hin zur Fülle. Aber dass man sich auch die Zeit gibt und nichts überstürzen muss. Ich sag mal, der Skorpion ist ein sehr leidenschaftliches Zeichen und wenn ihr entbrannt seid sozusagen, kann alles sehr schnell gehen, aber ihr sollt hier ein bisschen, ja, gemächlich machen und euch selber auch die Zeit geben, dass alles von der Gedankenebene wieder auf die Gefühlsebene kommen kann. Dann wird alles entspannter. Wir schauen mal in den Juni hinein, was wir hier als Aussage bekommen. Und das ist der Ritter der Münzen. Also unheimlich siehst du viele Münzkarten, die dir einfach anzeigen, du darfst wieder genießen und du sollst wieder genießen und du sollst dir den Genuss auch zugestehen. Und der Ritter der Münzen offeriert dir hier ein Geschenk. Das kann in Form eines, sage ich mal, Galans sein, also jemand, der dir den Hof macht, sei es männlich oder weiblich, wo dich interessant findet, wenn du Single bist, oder einfach Umstände, die dich wieder einladen, die Liebe genießen zu wollen. Ne? Also man schaut einen romantischen Film und bekommt plötzlich wieder Lust und ist inspiriert, sich einzulassen, mal als Beispiel. Ne? Es gibt viele Dinge, wo wir wieder geweckt werden können für die Wertigkeit der Liebe und der Beziehungskraft. Oder auch in einer Beziehung, wo sich manches so ein bisschen schwierig gelaufen hat, dass man wieder Lust aufeinander bekommt, aber ohne Zwang, sondern so völlig ungezwungen, dass man sich gegenseitig wieder wertschätzt, vielleicht sogar Geschenke macht, dass man eingeladen wird oder beschenkt wird oder wirklich einem der Hof gemacht wird, aber das alles auf eine zarte Art und Weise und nicht zu forsch, sag ich jetzt mal. Wir gucken also in deine eigene Karte rein, die auch dich darstellt. Und hier haben wir den Buben der Kelche. Ja, das ist der Jüngling, der sich frisch verliebt, ne, sag ich mal. Also es kann hier für eine neue Liebe stehen, es kann hier für ein zarte Bande werden geknüpft, neue zarte Bande werden geknüpft, Liebesbotschaften, Liebesnachrichten, man ist wieder in Stimmung, sich liebevoll auszutauschen, vielleicht werden auch, wie gesagt, erotische Nachrichten getauscht. Also der Bube der Kelche, das ist ja die Liebe, die wieder neu erweckt wird, die zart ist, wie ein kleines Pflänzchen, die aber auch gehegt und gepflegt werden will, also wie ein Schatz behütet werden möchte, dass du deinen Schatz behütest oder dass dein Schatz dich behütet, also dass man auch behütet und umsorgt wird sozusagen, damit diese zarte Pflanze der Liebe wieder wachsen kann oder hier neue Triebe entstehen können, auch bei was Altem, wo schon ein bisschen, sag ich mal, sich eingefahren hat, wo vielleicht auch Schmerzhaftes zusammen erlebt wurde, dass jetzt hier wieder neue Triebe der Liebe und so zart in einem was aufgeht. Das Herz geht so ganz langsam auf, ja, ganz langsam geht die Türe auf. Und da kommt wieder Licht rein und Freude und Fülle rein. Und wir schauen mal das Umfeld, was das für Einflüsse, die äußeren Einflüsse hier reinbringt. Das ist die 2 der Kelche und schöner kann es nicht liegen, dass wir nach all den Dingen, wo hier Mangel und Weitergehen war, hier wieder zurück Wertigkeit der Liebe erkennen. Den Wert der Liebe kommt jetzt hier wirklich das Thema, es baut sich so auf. Mein Herz öffnet sich und wir öffnen uns füreinander. Vielleicht zeigt sich der Partner für den einen oder anderen Single und dann bin ich auch wieder bereit, in eine Beziehung zu gehen. Oder ich bin bereit, meine Beziehung wieder auf ein neues Level zu bringen. Also das verkündet eine schöne Zweisamkeit. Und es ist die klassische Beziehungskarte auch, dass hier Beziehungen geknüpft werden, Beziehungen eingegangen werden. Bei Dingen, die noch so auf Halbmast sind, kann jetzt sein, man überwindet etwas, kommt in die Wertschätzung der Beziehung und entscheidet sich,
mehr und mehr füreinander. Selbst wenn die Pflanze noch klein ist, sie wird hier richtig neue Bande geknüpft sozusagen. Also das ist sehr schön. Und als äußeren Einfluss möchte ich hier noch erwähnen, ist natürlich also diese Qualität, diese energetische Qualität, dass man dir vielleicht auch von außen Mut macht, wieder in Beziehung zu gehen oder die Person auf dich zukommt und dich ermutigt, dich einlassen zu wollen. Ja, also wir haben ja hier das Grundthema, lass dich wieder ein. Dann schauen wir auf die Chancen und die Risiken. Also die Chance ist natürlich wirklich wieder ins Glück zu kommen, das Glück zu genießen, im Glück zu sein, in der Freude zu sein. Das Risiko der Sonne wäre, dass man zu schnell zu viel wieder will oder zu bunt malt. Also als Beispiel zu schnell zu viel wollen. Jetzt kommt die Pflanze wieder raus und man entschließt sich füreinander und man plant schon in Gedanken die Hochzeit. Das wäre zu schnell, ne? Dann wäre die Sonne zu much, zu viel. Also dass man wirklich das langsam aufbaut, wie die Geduldskarte hier zeigt. Und erstmal einfach nur genießen. Also ohne Kopfkino und denken, das muss jetzt sein und das nächste und jetzt muss das passieren. Und dann ist man schon wieder so verkopft und dann kommen auch wieder Ängste hoch. Und das möchte man nicht. Einfach den Moment genießen und nicht denken, es ist dann ein Strohfeuer. Nein, sondern in dem Moment zu sein. Weil wenn du in dem Moment bist, wo du genießt, sendest du ans Universum aus, ich möchte mehr von diesem Genießen. Und wenn du aber in den Genuss bist und gehst dann wieder ins Kopfkino, was jetzt sein kann oder passieren muss oder ich nenne jetzt irgendein dummes Beispiel, man ist das erste Mal intim und man genießt nicht, man denkt eher an die dicken Oberschenkel, jetzt mal als Beispiel. Dann sagt man eigentlich dem Universum, ja, es ist ganz nett, aber der will mich ja vielleicht gar nicht wegen der dicken Oberschenkel. Also das meine ich so, Kleinigkeiten, wo man sich wieder wegzieht von dem Genuss. Du sollst genießen, das ist die Grundaussage und dann hier das einfach annehmen. Und der weitere Ausblick, also was man hier am Ende sagt, sozusagen, der Abschluss, ist die Herrscherin. Man ist wieder in seiner Kraft. Man ist, also die Herrscherin ist ja der pure Genuss, ne? Also wo hier die kleine Arkana ist, ist hier die große Arkana. Also aus der Übungsstunde ist jetzt hier, sage ich mal, das positive Endergebnis gekommen. Also vom Lehrling zum Meister, zur Meisterin. Also die Herrscherin verkörpert ja die pure Fülle. Genusskraft, alles ist safe, alles darf gedeihen, darf wachsen. Manchmal kann das auch hier für eine Legung stehen, wo jemand zum Beispiel sich in der Beziehung echt das nächste Level wünscht, vielleicht sogar Kinderwunsch hat und das passiert nicht oder ist immer schief gegangen, um jetzt nur mal ein anderes Beispiel zu nennen. Und man hat keine Geduld mehr und man will es erzwingen. Und wie soll dann aus dem Zwang und aus dem Mangelbewusstsein das Erwachsen, wenn man vielleicht gar nicht mehr den Sex genießen kann. Und darum, das geht wie so eine leichte Pflanze. Hier könnte man dann energetisch sogar für das Kind sprechen, dass das reinkommen möchte, das sich verbinden möchte. Und am Ende ist dann hier das Gedeihen, weil sie ist ja auch die Mutterschaftskarte, wo etwas wachsen kann. Das ist jetzt nur ein Beispiel von vielen, dass ihr den Hintergrund des Bildes für euer Thema verstehen könnt, was damit gemeint ist, dass hier etwas wachsen und gedeihen darf und in die Fülle kommen darf. Ja, eine wunderschöne Legung, wie ich finde, wunderschöne Karten für die Skorpione, sehr aufbauend, sehr nährend und sehr erwartungsvoll auch für die nächsten Monate, was dann noch alles kommt. Aber habt, wie gesagt, Geduld und genießt. Wunderschön. Also ihr lieben Skorpione, alles Liebe, ein schöner Juni. Bis ganz bald, eure Dani. Bye bye.